Warum diese Ideologie nach dem biblischen oder christlichen Satan benennen? Die Symbolik und die Insignien des christlichen Teufels oder Satan werden im modernen Satanismus aus zwei Gründen benutzt. Der erste Grund ist der Versuch, Satanismus für Außenseiter wie einen weiteren religiösen Glauben, welches auf dem traditionellen christlichen Glauben basiert, aussehen zu lassen. Das ist es, was sie wollen, was Außenseiter darüber denken sollen. Ach, die Satanisten, die glauben an christliches Zeug, die verehren den christlichen Teufel. Dies kann Leute schnell auf ein falsches Gleis lenken, damit sie nicht dahinter kommen, was die Ideologie wirklich ist. Wir kommen noch zu den Hauptansichten. Der zweite Grund ist die Assoziation mit der gegensätzlichen Dynamik der Natur, welche in der okkulten Welt als Involution bezeichnet wird. Die Macht, die Bewusstsein und echter Weiterentwicklung entgegensteht. Involution hält die Entwicklung des Bewusstseins zurück, es versklavt das Bewusstsein. Das Wort Shatan kommt aus dem Hebräischen und ist das Wort für Gegner bzw. Widersacher. Satanismus ist der ultimative Gegensatz der wahren Ordnung der natürlichen Gesetze, den universellen moralischen Gesetze, welche die Konsequenzen der Handlungen für die Wesen bestimmt, welche die Fähigkeit zur gesamtheitlichen Intelligenz und freien Willen haben. Soll heißen, Menschen. Wir fallen in diese Kategorie. Das heißt, die natürlichen moralischen Gesetze gelten für uns. Was Satanismus letztendlich ist und alle dunklen Okkultisten bekämpfen, sind die natürlichen moralischen Gesetze, die wahre Ordnung. Sie wollen das umdrehen und deren eigene Ordnung einrichten, was im Grunde keine Ordnung ist. Es ist Chaos und Sklaverei.